Hey Leute, was geht? Hier ist der Toki. Willkommen zurück zu Battlefield 2042 und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um die brandneue Rorsch MK4 Railgun. Die könnt ihr ganz bequem mit der 10. Stufe des Battle Passes freischalten. Dafür müsst ihr besagten Battle Pass auch nicht extra kaufen. Die Waffe unterscheidet sich sehr stark von den in Anführungsstrichen normalen Waffen. So besitzt sie drei verschiedene Feuermodi, einmal einen Einzelschuss-Sniper-Modus, einmal einen Salvenfeuermodus und einmal noch einen vollautomatischen Schussmodus. Im Sniper-Modus besitzt sie einen Bullet-Schaden von 80 auf den Body und natürlich einen garantierten One-Shot auf den Kopf. Dafür können logischerweise nur einzelne Schüsse abgefeuert werden. Im Salvenschuss-Modus hingegen werden immer 5er Bursts abgefeuert. Der Kugelschaden liegt hier allerdings auch nur bei 28 und damit genauso groß wie im vollautomatischen Modus. Der erste Schadensabfall beginnt ab 50 Meter, da geht der Schaden dann runter auf 22. Der Schadensmultiplikator auf den Kopf liegt bei 2,15. Das sind unterm Strich wirklich sehr gute Werte, darüber kann man überhaupt nicht klagen. Allerdings hat man, egal in welchem Feuermodus man sich befindet, immer nur ein 20-Schuss-Magazin zur Verfügung. Wenn man sniped, ist das natürlich sehr, sehr viel. Wenn man dagegen mit Salve schießt oder Automatik, ist es sehr, sehr wenig. Vor allen Dingen, weil das Teil auch nur sehr behäbig nachlädt. So verkommt das Spielen leider nur zu oft zu einem Nachladesimulator. Aber das ist nicht einmal das größte Problem der Waffe. Das mit Abstand größte Problem ist die Delay, die man immer hat, bevor die Waffe schießt. Es handelt sich hierbei eben um eine Railgun und die schießt halt mit Energie und diese Energie muss sich erst aufladen. Die Zeit, die sie dafür braucht, ist je nach Feuermodus unterschiedlich lang. Beim Snipen dauert das Ganze 0,8 Sekunden. Da muss man teilweise schon die linke Maustaste drücken, bevor man überhaupt aus der Deckung piekt. Ich empfinde das wirklich als sehr nervtötend, darum habe ich auch so gut wie überhaupt nicht mit ihr gesniped. Obwohl ihre restlichen Werte eigentlich top sind, die Kugelgeschwindigkeit ist schön hoch und sie besitzt so gut wie gar keinen Bullet Drop, das heißt man schießt wirklich exakt dahin, wo man auch hinzielt, also an sich wirklich top, aber extrem gewöhnungsbedürftig. Im Automatik- und im Salbenmodus sind es nur gute 0,3 Sekunden, die sie braucht, bevor sie losschießt. Das klingt im ersten Moment vielleicht nach nicht besonders viel, ist aber gerade in Nahkämpfen einfach extrem nervtötend. Einen solchen Gunfight entscheiden oft Bruchteile einer Sekunde und ihr verliert halt am Anfang gleich einmal Zeit, bevor die Waffe überhaupt schießt, darum werdet ihr auch oft einen solchen Gunfight verlieren. Darum eine große Empfehlung an euch, spielt die Waffe eher mehr auf Middle Range, so 20 bis 80 Meter, da ist sie richtig stark. Das liegt daran, dass sie wie schon gesagt ein super Schadensmodell hat und auch eine sehr solide Feuerrate und da könnt ihr eigentlich ganz gut die Gegner wegbrezeln. Ich warne euch allerdings vor, der Rückstoß ist auch nicht von schlechten Eltern, die Waffe schlägt ziemlich hart nach rechts oben. Es ist zu kontrollieren, leicht ist es aber definitiv nicht. Ich würde euch auch mehr zum vollautomatischen Modus raten. Der Salvenmodus hat halt immer diese Delay zwischen den einzelnen Salven drin. Das ist halt auch ziemlich blöd, darum meine Empfehlung, Vollautomatik und gib ihm. Man kann mit der Railgun übrigens auch Schaden an gegnerischen Fahrzeugen verursachen. Dabei funktioniert ihre Munition so ähnlich wie die panzerbrechende Munition, die man auch in andere Gewehre reintun kann. Auf einem Panzer macht ihr mit einem Sniper-Schuss 4 Schaden. Mit einem ganzen Magazin im automatischen Modus ungefähr 17. Das reicht weiß Gott nicht, um alleine auf Fahrzeugjagd zu gehen. Man sollte es eher mehr als Unterstützung sehen, zum Beispiel wenn man mit einer RPG spielt. Oder man schaut halt gezielt, welche Fahrzeuge gerade hart angehittet sind, da kann man halt nochmal mit drauf schießen. Allerdings alleine einen ganzen Tank damit zu zerstören, ist so gut wie ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für Helis, man kann sie durchaus piesacken mit der Waffe, mehr allerdings meistens auch nicht. Darum fokussiert euch darauf gar nicht erst, macht es nur dann, wenn die Situation sich dafür anbietet. Trotzdem ist es ganz nett, dass man immerhin die Option hat. Unterm Strich kann man sagen, dass die Rorsch MK4 keine besonders starke Waffe ist. Die Nachteile in Form der Schussverzögerung und dem kleinen Magazin sind einfach zu groß. Man sollte sie eher mehr als eine kleine Spielerei verstehen, die man just for fun mal picken kann. Sie ist halt eine sehr einzigartige Waffe, etwas Vergleichbares gibt es im ganzen Spiel sonst nicht, aber zum Tryharden ist sie definitiv nicht geeignet. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr die Waffe findet. Sie ist hier wirklich etwas gewöhnungsbedürftig. Ansonsten Leute, wünsche ich euch wie immer noch einen wundervollen Tag. Haltet die Ohren steif und haut rein!